So viele Leute heute. Oh, 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 oh. Ich sag's euch gleich, heute nur Blusen. Aha. So, fangen wir an. Maß nehmen. Ja. Ja. Leute, ihr müsst warten. Das kann dauern. Ihr kommt alle dran. Jeder kriegt seine Bluse, aber ein bisschen Zeit wird es brauchen. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich werde euch eine Geschichte erzählen in der Zeit. Dazu muss ich mich aber setzen. Moment, Moment, wartet kurz. Schön gemacht. Wenn so viele kommen in meine Schneiderstube, dann hat das bestimmt einen Grund. Aber ihr seht ja, ihr habt nicht mit einem gewöhnlichen Schneider zu tun. Ich bin ein Held. Ihr könnt es lesen auf meiner Schärpe. Und während ich die Bluse nähe für diese Dame dort, werde ich euch erzählen, was sich zugetragen hat. Es fing ganz einfach an damals, als ich auch in meiner Schneiderstube stand und mir ein Mousbrot schmierte und sah aus dem Augenwinkel, was mit dem Mousbrot passierte. Und ihr seht es hier. 7 auf einen Streich. Da war ich stolz, das könnt ihr glauben, das Mousbrot konnte ich nicht mehr essen. Aber ich kettete mir diese Schärpe und zog hinaus in die Welt. Und das war spannend, sag ich euch. Das war Schneider sitzt, den wollen wir jetzt sehen. Ich, das kleine Schneiderlein, ging also los, um die Welt zu erkunden. Zu Hause hatte ich noch einen alten Käse, den steckte ich in die Tasche. Und Putzi, mein Wellensittich, nahm ich auch mit, der sollte nicht allein zu Hause bleiben. Und wie ich so durch die Gegend zog, traf ich einen Riesen. War der groß. Aber ich bin ja ein Held. Und der Riese las auf meiner Schärpe 7 auf einen Streich und dachte wohl, es wäre ein Riesen gewesen. Ich hab's ihm nicht erklärt. Ich hab mit ihm gefeiert. Hab mit ihm getrunken und dann wollte er die Kräfte messen. Dann nahm er einen Stein vom Boden und drückte ihn aus und da kam Wasser raus. Ich hab Kraft, sagte er zu mir. Ich griff in die Tasche und holte meinen Käse raus und drückte ihn mit links und es lief Wasser raus und sagte, kann ich besser, Riese, hast du es gesehen? Da war er etwas traurig und er wollte einen zweiten Wettkampf tun. Er nahm einen Stein und warf ihn hoch. So lange hat es gedauert, bis er wieder zur Erde fiel. Ich nahm meinen Putzi aus dem Ranzen, sagte tschüss, mein Lieber, und warf ihn hoch. Ich glaube, der Riese würde heute noch warten, dass der Stein zur Erde zurückkommt. Aber dann sind wir in seine Höhle gegangen. Und er wollte mir ein Nachtlager bereiten. Ich hatte aber das Gefühl, dem kannst du nicht trauen. Also habe ich mich aus der Höhle geschlichen. Und der ist doch wirklich in der Nacht gekommen mit einer Keule, hat mein Bett zertrümmert. Ich lag ja nicht drin. Ich kam am nächsten Morgen und sagte, hi Riese, da bin ich wieder. Da hat er gestaunt und hat mich ziehen lassen. Dann kam ich in die große Stadt. Und er regte mächtig Aufsehen mit meiner Schärpe. 7 auf einen Streich, das muss ein Krieger sein, der da kommt. Ich ließ sie alle in den Glauben, bis der König Kunde bekam und ihm gesagt wurde, da wäre ein Held in der Stadt, der hätte 7 auf einen Streich erschlagen. Da ging ich zum König und bekam eine Aufgabe, die da hieß, in meinem Reich gibt es 2 Riesen, einen kannte ich ja schon, die richten Unheil an, die zerstören meine Felder, rauben die Ernte, tyrannisieren das Volk. Wenn du diese beiden Riesen besiegst, dann kriegst du das halbe Königreich und die Königin dazu. Schon komisch, wenn ein König seine Königin anpreist. Aber ich hab's getan. Ich bin zurück in den Wald, hab meinen Riesenfreund gesucht und hab gefragt, wo ist denn der zweite von deiner Sorte? Das wollte er mir nicht sagen, also hab ich ihnen aufgelauert. Auf einer Wiese haben sie sich zusammen unter einen großen, schattigen Baum gelegt. Bin ich auf den Baum geklettert und hab Eicheln, die auf dem Baum wuchsen, genommen und den beiden schlafenden Riesen immer wieder
auf die Stirn geworfen. Das machte ich so lange, bis die beiden aufeinander losgingen, weil sie glaubten, sie haben sich gegenseitig im Schlaf gestört. Sie rissen Bäume aus und schlugen aufeinander ein. Und beide waren sie tot. Da ging ich zum König und sagte, getan. Die beiden Riesen sind tot, geh nur nachschauen. Der König schickte seine Soldaten aus, sie sollten nachschauen, das taten sie und fanden die Riesen tot, mit ausgerissenen Bäumen. Und alle dachten, ich wäre es gewesen. Ich habe ja auch schon mal 7 auf einen Streich geschaltet. Dann habe ich mir die Königin angeguckt und habe gesagt, muss nicht sein. Aber das halbe Königreich, das wäre es schon gewesen. Aber der König wollte mir das auch nicht geben. Ich müsste erst noch eine andere Aufgabe für ihn erledigen. In einem Wald am anderen Ende des Reiches würde es ein Einhorn geben. Das würde die Leute jagen und würde Schaden anrichten. Also bin ich in den Wald, habe das Einhorn gerufen und habe überlegt, was ich mit ihm anstelle. Und dann eine große, knochige Eiche. Auf die bin ich zugelaufen, das Einhorn hinter mir her und ich wurde schneller. Es wurde und mit einmal sprang ich zur Seite. Was glaubt ihr, was das Einhorn wohl gemacht hat? Es steckte fest mit seinem Horn in der Eiche. Dann ging ich wieder zum König und sagte, kannst du in den Wald gehen, König? Das Einhorn ist gefangen, steckt mit dem Horn in der Eiche. Wie hast du das gemacht? Ich habe nur meine Schärpe glatt gezogen und habe gesagt, na, ein Einhorn für einen, der 7 auf einen Streich geschafft hat, ist doch wohl keine Kunst. Ich dachte schon, ich krieg das halbe Königreich. Nein, eine dritte Aufgabe hatte der König für mich. Es gäbe dann noch ein Wildschwein, noch viel wilder als dieses Einhorn und viel grauslicher und man könnte es nicht fangen. Ich bin in den Wald, habe mich umgesehen und das Wildschwein gerufen. Gott sei Dank gab es da eine Jagdhütte. Die hatte nur eine Tür und ein Fenster. Das Fenster war so hoch, für mich ja kein Problem. Aber das Wildschwein, mir nach, auf die Hütte zu, immer schneller, ich zur Tür rein, zum Fenster raus, Wildschwein rein, zum Fenster. Nein. Bin ich wieder zum König, hab gesagt, die dritte Aufgabe ist auch erfüllt, was ist denn nun mit dem halben Königreich? Da musste der König wohl oder übel seine Pflicht erfüllen. Und er gab mir den Teil des Reiches, der von den Riesen verwüstet war. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin dann weitergezogen durch die Welt, hab noch andere Könige getroffen und andere Aufgaben erledigt. Und irgendwann habe ich gemerkt, in deiner Schneiderstube, das ist doch ein schönes da ist es auch schön. Und bin zurückgekommen, habe mich hingesetzt, habe gearbeitet und festgestellt, man kann mit den Geschichten von früher sich immer wieder das Herz erwärmen und sogar Leute, die man gar nicht kennt, mit in den Bann ziehen. Da freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Die nächsten Blusen machen wir ein anderes Mal. Ich danke euch schön und einen schönen guten Abend. Ja, Steffen und Claudia, überrascht und immer wieder.